Da gibt es jetzt viel zu besprechen und das tun wir mit Annette Dittert in der Downing Street in London. Annette, bevor wir näher aufs Wahlergebnis schauen, vielleicht einmal ein Blick auf die britischen Tageszeitungen, die ja bekannt sind für ihre Spitzzüngigkeit. Wie reagieren die auf das Ergebnis? Also die titeln heute unisono ein Erdrutschsieg für Labour. Die Sun, die ja auch berühmt ist für ihre eher kritische Haltung zur Labour-Partei, die schreibt, ein Land sieht rot. Also da wird dieser doch sehr klare Sieg, der ganz knapp, es ist noch nicht ganz zu Ende ausgezählt, aber es sieht so aus, als ob er doch ganz knapp an den überragenden Erdrutschsieg von Tony Blair von 1997 rankommt, den sehen die ganz klar und den haben die auch schon heute Nacht, als sie gedruckt wurden, vorausgesagt. Anzinaba Sunak hat die Wahlniederlage eingestanden und Labour gratuliert. Woran ist er, woran sind die Tories gescheitert? Die Tories sind an vielem gescheitert. Die sind daran gescheitert, dass eine große Mehrzahl der Briten, über 70%, sagen, dass es ihnen heute deutlich schlechter geht als vor 14 Jahren, als die Tories an die Macht kamen. Und das hat einmal mit der Sparpolitik zu tun, die sehr rücksichtslos und sehr brutal war über Jahre. Und dann kam da obendrauf noch der Brexit, wo eben die Tories kein einziges dieser Versprechen haben einlösen können, was sie 2016 und 2019 noch einmal gegeben haben. Den Leuten ist mittlerweile einfach klar, dass das ein Fehler war. Fast 70% der Briten sagen das auch mittlerweile so. Und sie wollten einfach einen Wandel. Und sie haben nicht so sehr Starmer mit Euphorie gewählt, sondern sie haben vor allem diese Tories und das Chaos der letzten Jahre deutlich abgestraft mit dieser Wahl. Ordnen wir dieses Ergebnis mal ein. Wie historisch ist dieser Sieg für Labour? Wann hat es so ein Ergebnis zuletzt gegeben? Also wie gesagt, das letzte historische große, überragende Wahlsieg, der war 1997, das war Tony Blair. Und es kann gut sein, wie gesagt, wir haben noch nicht ganz ausgezählt hier. Die Wahlkreise sind zwar fast ausgezählt, aber noch nicht endgültig. Aber es kann gut sein, es ist ganz knapp davor, dass Keir Starmer diesen Erdrutschsieg von Tony Blair hier zahlenmäßig wiederholen kann heute Nacht. Wobei man aber auch sagen muss, dass das deshalb ist, weil das britische Wahlsystem ja immer nur den ersten Sieger in einem Wahlkreis durchlässt. Das ist dieses berühmte First-Past-the-Post-System, was ja auch die USA haben. Wenn man sich den Stimmenanteil anguckt, dann sieht das für Starmer und die Labour-Partei nicht so überragend aus. Da liegt er nur 10-15% vor den Tories. Das heißt, dieses Wahlsystem, das begünstigt immer die ersten Sieger. Wenn man es sich repräsentativ ansieht, dann haben doch sehr viele hier taktisch gewählt. Die haben taktisch die Tories abgewählt, aber eben nicht so sehr begeistert. Auch da sieht man das wieder, für Starmer und für die Labour-Partei abgestimmt. Dann gucken wir noch mal auf die Motive der Wählerinnen und Wähler. Inwieweit spiegelt sich in diesem Wahlergebnis jetzt der Brexit-Frust wieder? Das muss man jetzt abwarten in den nächsten Tagen, wenn man da noch mal qualitativere Untersuchungen hat. Aber man kann schon sehen, dass es einen großen Frust auch über den Brexit gibt. Und zwar sowohl bei denen, die sagen, das war grundsätzlich ein Fehler, die das jetzt so sehen, als aber auch bei denen, die sagen, der ist einfach nur nicht richtig umgesetzt worden. Denn aufgetaucht auf der politischen Bühne ist ja auch wieder Nigel Farage, der damals eben 2016 schon die Tories vor sich her nach rechts getrieben hat. Die haben den ja versucht zu neutralisieren, indem sie selber sich in den rechtspopulistischen Raum bewegt haben. Das hat aber eben gar nicht funktioniert, wie man jetzt heute sieht. Farage ist wieder da und Farage hat jetzt auch im achten Anlauf tatsächlich einen Sitz ergattert. Das heißt, er wird jetzt ein Abgeordneter sein im Unterhaus mit seiner Reformpartei, die auch noch 2-3 weitere Sitze haben dürfte am Ende des heutigen Tages. Und das bedeutet, diese Protestwahl und diese rechtspopulistische Stimmung, die ist als Unterströmung weiter durchaus präsent hier, obwohl wir jetzt eben hier auf den ersten Blick eben eine ganz normale sozialdemokratische Mitte-Links-Regierung haben. Was ist von Farage denn jetzt zu erwarten? Wie wird er die Politik möglicherweise aufmischen in Großbritannien? Also der hat ja jetzt die ganze Zeit vor allem gegen die Tories den Wahlkampf geführt und hat sie eben auch deutlich geschlagen. Also er ist mitverantwortlich für dieses schlechte Ergebnis der Tories. Er hat aber heute Morgen, als er seine Wahlrede vor seinem Wahlkreis in Clacton-on-Sea gehalten hat, auch schon ganz klar gesagt, dass er ab jetzt
vor allem Labour attackieren wird. Und er wird versuchen, Labour, die sich ja sehr stark in die rechte Mitte begeben haben mit Starmer, der die Partei versucht hat, eben zu einer sozialdemokratischen zu machen, nachdem eben mit Corbyn das ja vorher eher eine sozialistische oder sozialistisch angehauchte Partei war. Da will er jetzt angreifen. Das heißt, er wird in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn er denn überhaupt hier regelmäßig auftaucht und nicht in die USA, das weiß man bei dem ja nie, aber der wird in den nächsten Jahren sich hier vor allem darauf konzentrieren, Labour und Keir Starmer das Leben schwer zu machen. Und die haben große Herausforderungen. Welche sind das genau? Ja, das ist eine Herkulesaufgabe insgesamt, die vor Starmer da liegt, denn er hat die große Aufgabe, und dazu hat er sich verpflichtet im Wahlkampf, das wirtschaftlich schwer angeschlagene Großbritannien nach dem Brexit wieder aufzubauen. Das heißt, er muss das angeschlagene Gesundheitssystem reformieren, er muss die öffentlichen Dienste sanieren, und das alles mit leeren Staatskassen und mit einem unklaren Versprechen, dass es eigentlich keine Steuererhöhung geben soll. Das war immer so ein bisschen die Quadratur des Kreises im Wahlkampf. Er hat sich da sehr bedeckt gehalten, wie er diese Versprechen einhalten will. Und da wird man jetzt von ihm natürlich auch konkrete Ansagen einfordern. Und das wird ein schwerer Weg in den nächsten Jahren für ihn. Und das hat man ihn aber auch schon im Wahlkampf angesehen, dass er das selber ganz genau weiß. Jetzt haben wir über die Herausforderungen gesprochen. Sprechen wir jetzt noch über die Menschen, die damit klarkommen müssen. Allen voran eben Keir Starmer. Wie hat er auf das Wahlergebnis reagiert und was ist er für ein Typ im Vergleich zu seinen Vorgängern Sunak, Liz Truss, Boris Johnson und Theresa May? Keir Starmer ist einer der wenigen Premierminister britischen, der jetzt eben aus der Arbeiterklasse kommt. Einer, der nicht in Oxford studiert hat und in Eton groß geworden ist. Und also nicht daher kommt aus dieser Szene sozusagen. Und er hat auch ein Schattenkabinett, das im Wesentlichen aus eben dieser ganz normalen Bevölkerung zu sich zusammenstellt. Und er ist so ein Mensch, der sehr ernsthaft ist, der wenig charismatisch ist, der wenig diesen Entertainer geben kann, den die Briten ja eigentlich so sehr mögen. Aber genau das wiederum ist auch das, was das Land im Moment braucht. Und das wird interessant, wie er damit umgeht. Er hat heute Nacht extrem befreit gewirkt, als er seine erste Rede gehalten hat, nachdem er im Wahlkampf eben immer etwas angespannt war. Aber man sieht und spürt auch, wenn man ihn ansieht, und das wird man auch heute, wenn er seine Antrittsrede hier in der Downing Street hält, sehen, dass ihm eben durchaus bewusst ist, was für eine schwere und langwierige Aufgabe da vor ihm liegt. Annette, zum Schluss noch der Blick in den Tag. Du stehst vor 10 Downing Street. Was wird dort, was wird in London heute noch passieren? Ja, hier wird heute Vormittag schon Rishi Sunak erwartet, der sich hier verabschieden wird. Und dann wird es einen fliegenden Wechsel geben. Keir Starmer wird zunächst im Buckingham Palace vorbeischauen. So macht man das hier, und sich den Segen vom König einholen für sein neues Amt. Und dann hier wahrscheinlich schon am frühen Nachmittag oder gegen Mittag schon hier in der Downing Street seine Antrittsrede halten und dann einziehen. Und dann geht's los. Ab heute Abend wird er an die Arbeit gehen. Ganz herzlichen Dank für diese Informationen, Annette Dittert in der Downing Street.